Willkommen am Mittelpunkt Deutschlands, im Dreiländereck Hessen, Niedersachsen, Thüringen. Willkommen am Areal 38. Entdecken Sie die Potenziale eines Gewerbestandortes, der neben hervorragenden Standortbedingungen auch eine überraschende Vielfalt an Lebens- und Erlebenswerten bietet. Das Areal 38 ist Garant für beste Anbindungen an das deutsche Fernverkehrsnetz im Herzen Europas. Die Autobahnen A7 und A38 verbinden die Region mit Metropolen wie Hannover, Hamburg, Berlin und Frankfurt. Innerhalb von 20 Minuten ist das Güterverkehrszentrum in Göttingen erreichbar, das die Logistikachsen in Deutschland bündet. Der Bahnhof Heiligenstadt bietet direkt vom Ort Anschluss an den Personenverkehr. In Göttingen komplettiert die ICE-Anbindung die Vernetzung auf dem Schienenweg. Nächstgelegene Verladestelle auf dem Wasserweg ist der 25 Kilometer entfernte Schifffahrtknotenpunkt, die Weser-Umschlagstelle in Hannover-Schmünden. Und wenn es einmal ganz schnell gehen muss, auf dem Flugplatz Günterode in unmittelbarer Nähe gelegen, starten und landen Businessflugzeuge. Die Anbindung an den internationalen Luftverkehr kann über Kassel und Hannover Airport erfolgen. Das Areal 38 im Norden Thüringens im Landkreis Eichsfeld umfasst 55 Hektar Gewerbefläche. Die Koordination der Versorgung mit Strom, Erdgas und Wasser sowie Entsorgungsdienstleistungen übernehmen die Eichsfeldwerke. Das bedeutet für Sie, Ihre individuellen Anforderungen werden pragmatisch und zu attraktiven Konditionen realisiert. Die Erschließungsarbeiten in unserem neuen Gewerbegebiet sind komplett beendet. Der gute Ruf unserer Region sorgt dafür, dass sämtliche drei bestehenden Gewerbegebiete in unserer Stadt optimal ausgelastet sind. Dank intensiven Marketings bearbeiten wir bereits viele Anfragen für unser Areal A38. Der Neubau des Westzubringers und die Planungen dafür sind im vollen Gange und damit werden auch die verkehrlichen Anbindungen sich weiter verbessern. Generell sind auf dem Areal 38 alle Arten von Gewerbebetrieben zulässig. Auf zwei Nutzungseinschränkungen muss jedoch hingewiesen werden. Für die Geräuschemission gelten Grenzwerte, die in den Nachtstunden Arbeiten im Freien einschränken können. Und das Gelände liegt im Trinkwasserschutzgebiet 3. Das bedeutet im Umgang mit gefährlichen Stoffen unter Umständen erhöhte Auflagen an die bauliche Gestaltung der Betriebsgebäude. Baugenehmigungen sind Chefsache. Individuelle Betreuung und ergebnisorientiertes Arbeiten sind richtungsweisend in der örtlichen Verwaltung. Constantia siedelt sich als erstes Unternehmen im nördlichen Teil des Areals an, nachdem im südlichen Teil die Unternehmen Groß Druckus und Rossell bereits erfolgreich tätig sind. Wir planen für unser Etikettengeschäft weiteres Wachstum. Das Werk in Hannover-Schmünden lässt sich nicht erweitern. Mit dem neuen Standort hier in Heiligenstadt halten wir uns alle Optionen offen. Die Anbindung an die Autobahn und die räumliche Nähe zu Hannover-Schmünden sind ein großer Vorteil. Die Südhanglage des Areals begünstigt eine Nutzung großflächiger Photovoltaikanlagen. Das schafft Unabhängigkeit von Energiepreisen, vermeidet Schadstoffemissionen und ermöglicht Unternehmen eine rationelle Schad- und feinstaubarme Energieverwertung. Stichpunkt Kosten. Zusätzlich zum günstigen Grundstückspreis von 17 Euro pro Quadratmeter fördert der Freistaat Thüringen mit diversen Programmen ihr Vorhaben, beispielsweise mit dem Thüringer Zuschuss, dem Thüringer Kredit oder der Thüringer Bürgschaft. Geografisch gesehen liegen Heilbad Heiligenstadt und das Areal 38 in der Mitte Deutschlands, folglich mitten in Europa. Daraus ergibt sich eine natürliche Hub- und Drehscheibe für nationale und internationale Waren- und Güterströme. Daraus können sich für Ihr Unternehmen erhebliche Vorteile ergeben. Seit langem schon sind Weltmarktführer wie zum Beispiel Otto Bock, die KWS Saat AG oder die Sartorius AG im Umfeld angesiedelt. Einen authentischen Branchenmix von Automotiv über Mess- und Medizintechnik runden Unternehmen wie Grieve, Magna oder McAirlines ab. Belastbare, aus der Wirtschaft heraus gegründete Netzwerke bieten einen branchenübergreifenden Austausch von Kontakten und Erfahrungen. Nicht einmischend,
sondern begleitend flankiert die Politik das Wirtschaftsgeschehen der Region. Die Bündelung von Wissenschaft und innovativer Wirtschaft stellt das nahe Oberzentrum Göttingen dar. Der Hochschulstandort Göttingen mit der Georg-August-Universität, privater Fachhochschulen, HAWK und einer internationalen Schule ist in ca. 20 Minuten zu erreichen. Unsere Region strahlt eine große innovative Kraft aus. Die vielfältige Forschungslandschaft wird beispielsweise geprägt von Unternehmen wie dem Institut für Bioprozess- und Analyse-Messtechnik in Heilbad-Heiligenstadt, dem Laserlaboratorium und den drei Max-Planck-Instituten in Göttingen. Mit einem lebenswerten Umfeld wollen wir Sie begeistern und neugierig machen auf unsere Menschen, Werte und Qualitäten. Für eine sichere familiäre Basis sorgen zahlreiche Kinderkrippen, Kindergarten- und Kindertagesplätze. Gymnasien, Gesamt- und Fachschulen stehen für Qualität und internationalen Anspruch. Mit viel Engagement investieren die Unternehmen der Region in die Ausbildung ihrer Generation Zukunft. Eine gewachsene Handwerkstradition im Eichsfeld gründet sich auf die persönliche Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat und das tief verwurzelte Pflichtbewusstsein fleißiger und engagierter Mitarbeiter. In der Mehrzahl setzen die Inhaber von Handwerksunternehmer eine langjährige Familientradition fort. Breit gefächert ist die kulturelle Szene in der Umgebung. Geprägt von der Museums- und Theaterlandschaft in Göttingen, Kassel und Heilbad-Heiligenstadt sind natürlich auch alle anderen Genres vertreten. Ob Kunst, Literatur oder Musik, es bleibt kein Wunsch offen. Konferenzen, Tagungen und Business-Meetings strahlen internationalen Geist aus. Ideale Voraussetzungen hierfür bieten in Heilbad-Heiligenstadt das Best Western Hotel am Vitalpark, in Teistungen das Victors Residenzhotel und in Göttingen das Hotel Freizeit Inn. Das Know-how professioneller Mitarbeiter, flexibel gestaltbare Räume und modernstes technisches Equipment sind Garant für erfolgreiche Veranstaltungen. Der Erholung dienen die unmittelbar an den genannten Hotels angeschlossenen Gesundheits-, Relax- und Wellness-Oasen. In Ruhe und trotzdem am Puls der Zeit genießen, lautet die Maxime. Heilbad Heiligenstadt bedeutet Lebensfreude mittendrin. Die 80-jährige Kurtradition hält zahlreiche Varianten zur individuellen Regeneration bereit. Der Vitalpark mit Wellnessbereich, Thermalbad, Saunalandschaft, Sport- und Therapiezentrum ermöglicht Aquaplaning für alle. Was das kulinarische Angebot betrifft, schon immer waren die Eichsfelder Genießer. Das ist auch heute noch so. Nicht nur in den privaten Haushalten kommen Eichsfelder Spezialitäten auf den Tisch. Viele Gastwirte sorgen dafür, dass Tafelsenf, Honig und verschiedene Fruchtsaftgetränke aus heimischer Produktion auf ihrer Speisekarte und auf ihrem Frühstücksbuffet stehen. Die berühmten Wurstsorten Stracke und Feldkieker dürfen selbstverständlich ebenfalls nicht fehlen. Über deren Herstellung informiert anschaulich das Wurst- und Hausschlachtemuseum des Klausenhofes Bornhagen. Der Produktion traditioneller Backwaren unter industriellen Bedingungen widmet sich ein alteingesessenes Familienunternehmen, der Lieblingsbäcker Helbing. In der Brauerei Neunspringe wird seit 1867 Bier gebraut. Heute mit moderner und vorbildlicher Technik, aber immer noch auf traditionelle Weise. Natur und innovative Zentren, idyllische Wanderwege und beste Verkehrsanbindungen prägen das touristische Gesicht der Landschaft. Als Vorreiter eines starken Bewusstseins für Naturschutz und Umweltbildung stehen der Alternative Bärenpark Worbis, die Heinz-Sielmann-Stiftung Duderstadt, der Seeburger See oder der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal. Haben wir Sie überzeugt? Über weitere Details informieren Sie umfassend die Internetplattformen www.heilbad-heiligenstadt.de, www.areal38.de, www.mittelpunkt.de, www.genius-göttingen.de.